Ey, wisst ihr, was krass wäre? Aus exotischem Material ein Fahrrad. Ein das exotisches so feiern. Einfach mit dem Fahrrad fahren. Strampeln hier. Strampeln muss sein. Tag 7. Fahrrad. Endgame. Da reicht die 30 Tage nicht. Du brauchst 29 Tage Farmen fürs für ein Fahrrad. Geil, Mann. Wieder super geil, ja. Kostet dann 7000 Exotics. Oder Ultra. Dass es so Punkte gibt, wo du gezielt mit deiner Kapsel landen kannst. Und dass du aussuchen kannst, gell? Und auch hin und her fliegen kannst mit der Kapsel. Genau, dass du halt so. Fuck, exotisch, man soll alles checken. Das hätte auch was, wenn du in High-End-Missionen oder generell in allen Missionen. Aber halt, wenn du dich hochgetecht hast, Stufe 4 mit X Exotics, dir auch einen Rückflug kaufen könntest. Also, ja, dass ich meine halt zum Beispiel, du kannst ja das Radar und so bauen. Hm. Und so eine Scheiße. Das gibt's ja schon. Dass wenn du dann auf der Karte zwei Basen hast, dass jede Base, die ein Radar hat, als Landepoint angesteuert werden kann. Ich würde mir Katapult bauen, einfach aufs Katapult drauf und fliegen einfach in die Richtung. So viele geile Möglichkeiten noch. Ich bin echt gespannt, was sie daraus machen. Katapult oder einfach sich hinschießen lassen. Also nach Katapult, dem letzten Update natürlich. Kann man sehen, dass die da irgendwie schon was in der Hinterhand haben, was gut ist. Ja, die DLCs haben sie ja schon gesagt, die wären geil. Dass die Leute nicht zu enttäuscht sein sollen, dass die DLCs, gerade weil viele gesagt haben, ihnen fehlt, noch ein bisschen Kampf gegen Aliens oder so. Und da haben sie ja gesagt, das eine DLC wird diese Wünsche erfüllen. Das Base Game ist das zu toll, das sage ich euch. Das ist einfach nur, lerne das Game kennen und am Ende der also die 30-Tage-Mission, da sollst du eigentlich Stufe 40 sein oder halt mindestens Stufe 40. Alles können, alles gesehen haben einmal und dann dich ordentlich austoben und dann geht's los mit DLC. Aber die dürfen sich mit den DLCs nicht zu lange Zeit lassen. Mal kurz hier notiert, 39 Würmer, Boss bei dem Tag. Beste! Ich gehe mal davon aus, DLC vielleicht Februar, März vielleicht? Es darf nicht zu spät kommen, sonst verlieren sie die Kunden wieder. Ja, weil so Games. Januar wäre zu früh. Ja, so aber erst Februar, März könnte ich mir vorstellen, dass da schon das erste DLC kommt. Je nachdem, wie viel sie noch jetzt rausbringen im Hauptspiel. Das stimmt auch noch, wie viel sie hier noch machen. Ich meine, es wird nicht viel kommen, weil es werden vielleicht noch ein paar andere Missionstypen reinkommen. Vielleicht ein Missionstyp noch, der neu ist. Ich muss daher mal googeln, ob es vielleicht schon irgendwelche Release-Dates gibt. Meinte nicht irgendwer, auf Twitter wurde irgendein Bild geleakt? Ja, Bilder werden dort ab und zu mal geleakt. Und die Bilder von den DLCs, die Titelbilder, sind schon lange da. Ja, die Titelbilder, nee, aber irgendein Item wurde doch geleakt. Ja, ein Schneeschlitten. Was? Aber nur ein Gepäckschlitten, keiner zum Fahren. Ja, dann kann was zu transportieren, oder was? Wenn du dir hinter dir herziehst. Ja, das ist doch okay. Das ist schon mal was. Wenn du dann ein bisschen schneller bist, als wenn du überladen bist. Jetzt, wo man so überlegt, ne? Jetzt weiß man nicht, ist der für dieses Spiel oder kommt der in den DLC? Hey, gehört der zu einem der DLCs? Ich würde einfach den Schneeschlitten nehmen, wo man in die Fresse klatschen. Ja, irgendwann, ja. Wäre mir egal, ob wo das reinkommt. Solange es cool ist und nachher gut zu benutzen ist und einen Grund hat, dass du quasi deine Base mit transportierst oder so ein paar wichtige Sachen mit transportierst. Oh, stell dir vor, du kannst dann so einen scheiß Bison oder so betäuben und kannst einfach so ein Vieh vor den Schlitten spannen. Stell dir vor, du kannst die Tiere betäuben und dann fütterst du sie mit Fleisch und nachher kämpfen sie für dich. Was haltet ihr von der Idee? Nee, das ist arg spielen. Genau, mach einfach aus hier, starte auch. Ja, aber das war doch geil, dann kämpfen sie für dich hier. Und du züchtest Bären. Du ziehst sie auf und dann tust du sie prägen, damit sie dann noch stärker sind, wenn du sie benutzt. Aha. Du tust sie Muttermilch, also Muttermilch, Letter geben, Margarine, damit sie dann glücklich sind. Langsam spät, ne? Zeit fürs Bett, oder? Nee. Jetzt müssen wir einen Wurm killen. Der Wurm hat's ihn jetzt angetan. Jetzt ist das Spiel mega geil. Er geht dann schon immer auf Würmer. Das ist klasse. Ich habe am ersten und zweiten Tag gesagt, ich möchte Dinos, ich möchte Planetenwürmer haben, die auf dem Boden auftauchen und uns töten wollen. Das ist. Lol. Das ist geschehen. Krass. Einfach Teams are tied. Keiner hat gewonnen hier. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen sad, ne? Meine Pfeile weg und für nichts. Wie für nichts? Wie viel hast du mitgenommen? Der Wurm ist nicht tot. Ne, gar keiner.
Der hat jetzt einfach 17 Knochenpfeile verbraucht und ist nicht tot. Ach so, ja. Aber wir haben ihn geschwächt. Ja. Und das ist ja vielleicht ja jetzt auch mega nett. Ich fand die Animation auch nicht schlecht. Melee Attack, so unter mit dem ganzen Sand. Und dann, dass er noch runtergeht und wieder hochkommt, sieht man so Wellen. Super geil. Für mich persönlich war er noch ein ganz kleines bisschen zu schwach, aber ich glaube, das ist für andere Leute dann wieder, die keine Erfahrung mit solchen Games haben, anderes. Ist er, glaube ich, jetzt nicht voll da, weil er nicht, weil es geplant ist, dass wir nicht töten, glaube ich. Er hat noch nicht seine ganzen Fähigkeiten. Vielleicht auch das, vielleicht ist er nachher auch stärker, wenn wir gegen ihn kämpfen oder so. Aber ich vermute, bestimmt. Er hat die gleichen Sachen, nur dass man dann einen Lebensbalken hat und töten kann. Er müsste ja auch kleine Würmer spawnen, wenn er sie ausspuckt. Ja, das wäre wieder, also klar, für Singleplayer ist nicht geplant, also fürs Multiplayer wäre es auf jeden Fall geil, so einer kümmert sich um die kleinen Würmer, macht die alle kaputt, einer fokussiert sich auf den großen. Ja, ich meine, ein Boss ohne Ads ist ja kein Boss eigentlich, ne? Weil der Boss ist nie allein, er hat immer welche Lakaien am Start. Normal. Bin mal gespannt. Bist du schon an der Katze? Gleich, ja. Ich bin jetzt auch nicht so weit hinterher, glaube ich. Ja, cool. Aber auf die Idee vom Wurm wäre ich jetzt nicht gekommen. Ich dachte einfach hier Trümmer, irgendwas scannen, bla bla. Und das war's. Aber so schön in der einen Kapsel das, in der anderen Kapsel das holen und dann töten. Oder verletzen, schon cool. Ich finde die Mission wirklich gut designt mit dem, dass du eigentlich du bist Spuren nachgehst oder so. Du musst nur wissen eigentlich, dass du quasi dir keine Base baust. Oder was heißt wissen, aber du musst halt irgendwie schon mit den anderen Erfahrungen gesammelt haben, so, okay, das ist jetzt einfach nur eine Mission, wo ich mal von Punkt zu Punkt laufe. Und dann merkst du schon auch. Ja, passt alles. Dass du diese Enttäuschung nicht hast, ich habe Base gebaut und dann ist es umsonst. Ja. Weil das war ja jetzt wirklich nicht herausfordernd, aber dadurch, dass du alles kriegst, dir nichts aufbauen musst, ist es wirklich geil gemacht. Müssen wir da hoch? Schon, oder? Links hoch oder rechts hoch? Links hoch, links lang, irgendwo kannst du beim Fluss gehen und dann rechts auf der Seite lang weitergehen. Ich bin's links hoch. Schön. Das Spiel macht das schon gut. Es gibt einem nichts. Man muss scannen, muss dumm rumlaufen. Auf einmal gibt es einem was ganz Klasses. Kleines Häppchen. Dann kommen die wieder. Dann ist der Wurm verschwunden. Irgendwann kommt ein Bericht. Ja, der Wurm, der ist jetzt weggebeamt. Also der ist jetzt auch noch drin. Gut. Ja, dann müssen wir jetzt noch die Scan-Mission machen. Dann könnten wir theoretisch dann nach dem Wurm angehen. Krass, Mann. Ultra. Also gehe ich zumindest davon aus, dass es kommt. Ich muss das alles nochmal machen. Oh. Tja, mach doch nichts. Ich doch auch mit irgendwelchen Chars oder sowas. Im Accounts oder so. So, Kapsel. Achso, ich mal gerade aus erst noch. Okay, okay. Wobei die Wege freischalten, bis auf die eine Mission, wo du den Bohrer mit Strom versorgen sollst, ist es ja wirklich alles nur einmal hinrennen, kurz irgendwas drücken und fertig. Und dann läufst du wieder zurück. Sehr schnell. Was sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn? Der jugendliche Leichtsinn. Nennt er mich jugendlich und leichtsinnig. Mhm. Geh jetzt. Haut sie voll von dem Planeten. So, ich müsste auch gleich da sein. Ich muss also noch mein Freund hier wiederholen. Mach mich für den Tag Raid, dass du mit uns mitspielen kannst, freut mich hier. Wo ist denn mein Freund überhaupt? Da ist mein Freund, ja. Mit Technikus in Wurmtöten. Beste. Ich müsste eigentlich gleich da sein. Meckert er wegen Oxygen? Echt jetzt? Spinnt jetzt oder was? Ach, zurückgelaufen sind Verrückte. Muss ich da hoch, zufällig? Ja,
Wo? Was? Muss ich hier hoch, den Berg? Ich weiß nicht, wo deine Kapsel ist. Beim Wolf. Ich geh mal dahin einfach. Ja, ich hab Schwein gesehen, da kannst du mit der her schwimmen. Ne? Mal schauen. Ja, hier geht's ja, noch ein bisschen. Ja, genau, hier erstmal der andere Netz. Wir müssen uns kurz das Schwein töten. Oder? Fliegt man das hinterher? Nö. Passt, ich kann hier hoch. Einfach so. Warte mit dem anderen. Kurz hoch mit dem. Und tschüss. Der eine, jetzt noch der andere. Ist gleich daneben. Es verwirrt halt wirklich diese Kurven mit dieser Zeit. Könnten sie nicht die Mission ohne Zeit machen? Die so komische 30 Tage oder 7 Tage einfach so komplett weglassen, die Zeit? Nur die halt die Hardcore sind 6 Stunden oder so. Sonst einfach Zeit komplett weg. Macht ja gar keinen Sinn. Oder man hat dann 7 Tage Zeit, so ein schön entspannt spielen. Heute mal eine Stunde, später eine Stunde. Mir ist gerade so auch, wo du sagst, so manche Missionen ohne Timer, wäre schon sinnvoll, wenn du so sagst, du hast Missionen, wo du jetzt wie hier mit der Kapsel landest und mit der eigenen Kapsel zurückfliegst, da hast du keinen Timer. Ja. Und dann gibt es Missionen, wo du einen Timer hast, da landest du mit der Kapsel, machst irgendeine Mission und dort, wo du dann bist, wirst du abgeholt. Aber du musst dann, bevor der Timer abläuft, fertig sein. Oh. Seid ihr alle runter? Seid alle runter, ne? Star Sand. Habe ich mir aufgeschrieben, Technikus, weißt du doch. Ist doch schon aufgeschrieben. So, ich wollte mal was gucken. Da? Notiert? Hier, Vanguard und Star Sand ist aufgeschrieben. Auf der Liste. Mhm. Ja, aber die Mission hat mir gefallen. Ja, war schicker Fick. Man kann sich selbst liken? Was bringen die Likes eigentlich? Bringt das irgendwas? Ich weiß nicht, vielleicht kommt das noch. Vielleicht ist bei diesem Schnellspiel dann irgendwie... Hm. Muss man Likes farmen. Ja, Matchmaking wahrscheinlich, dass man dann mit den Leuten zusammenkommt, die gut spielen. Ist noch nichts bekannt, wann die DLCs kommen. Ja, zum Glück. Ich will keine Lags haben. Also, ja, eigentlich fürs Spiel ist es wahrscheinlich gut. Für meine Nerven nicht. Ich würde es gerne wissen. Ich find's gut, wenn man es nicht weiß. Bin ich entspannt. Ja, aber ich mich hätte ein Quartal interessiert. Ja, lieber nichts sagen. Anstatt dann im Stress zu sein. Finde ich gut. Darum, ja, fürs Spiel ist es richtig, dass es eigentlich nicht draußen und bekannt ist. Und es gibt ja noch so viele andere Sachen, die man spielen kann. Das muss ja nicht jetzt das bis dann sein. Oh, alles gut. Fehlen wieder Module hier? Ja, fehlt wieder. Ich habe nur ein Inventar-Ding. Also dieses Spiel, ne? Nur wieder neu starten. Also, das kann man sich nicht vorstellen. Jedes Mal ist der fehlt irgendwas. Frech. Habe ich jetzt hier alles oder nicht? Hier ist alles, okay. Zack. Langsam so richtig Hunger heute. Ist ja krass. Gibt nichts zu essen heute. Müssen irgendwann zwischen zwei Missionen mal so 20 Minuten Pause machen, zur Essenspause. Kannst du machen später. Geil, da können wir jetzt scannen. Oder? Achso, nee, falsche Seite hier. Das Scheiße, gibt es noch viele Missionen hier. Nightwatch, Geo Research, Exploration, Extermination, Construction und Extermination. Dust ab. Ja, natürlich, Staub. Hoch mit dem Staub. Raus mit dem Wurm. Wir machen es aber instant auf Hardcore, oder? Was? Wir machen diese Mission mit dem Wurm schon mit. Sofort auf Hardcore. Können wir machen. Wir müssen aber jetzt erstmal die Scanner-Mission machen, ne? Machen wir die noch? Ja. Klar.
muss noch meine Items hier holen. Fehlt wieder irgendwas. Aber wenn die Map da ist, könnt ihr joinen. Zack. So, bauen wir wieder total viel auf, oder? Ist nicht schlimm, Technikus. Wir wissen, dass du verplant bist. Wir kennen das nicht anders. You've helped open Icarus up, but there's still some major blanks on the map. They want terrain. Seven Pillar Scan. Das kurz hier umschalten. Seven Pillar Scan. Das ist die Mission. Jetzt Pause machen hier. Muss man jetzt 7-mal scannen? Oh, wir müssen nicht weit laufen. Die Kiste ist gleich hier. Warte, nicht spannen, lass mich ankommen. Stopp, bleib doch kurz. Jetzt hat er die Mission schon gemacht, bevor ich angekommen bin. Jetzt wart halt. Der Typ. Oh, wie der rennt da. Also, der ist ja ich fast mach fertig. Sofort alles alleine. Du kannst es nicht vorstellen. Warte noch eine Minute. Er ist ja fast fertig. Oh, ich habe schon den ersten Missionspunkt erledigt. Ich habe die Kiste gefunden. Das kann doch nicht sein. Lass doch ein bisschen. Ich habe doch gar nichts gesehen. Jetzt hat er nichts gezeigt, gar nichts. Da muss ich wieder oben nochmal machen, die Mission. Ja, geht sogar nicht. So. Jetzt komme ich an und das ist schon ein Teil abgehakt. Was ist denn das? Was ist denn das? And you know how this goes. They want scans of the area so they can start bringing in. Scans of the area. Dazu sagt das, wir wissen, wie das geht. Hast du geholt den Ding oder was? Hm? Hast du geholt den Ding? Nee, ich stehe hier noch auf der Kiste. Ich bin einfach nur zur Kiste gewesen. Achso, gibt's da wieder so ein Radar? Genau, so ein Swada. Jetzt habe ich auch das Bild auf dich. Das hat man dann nur nichts gesehen vorher, aber egal. So, da bist du. Stein holen willst du? Soulfly? Kein Problem. Hey, meine Kapsel ist gelandet und hat einen Zebra gekillt. Nice. Fleisch. So, nee, müssen wir nur drei Orte scannen, obwohl das Seven Pillar Scan ist. Zack. Stand am Anfang, dass es drei sind. Stand Seven Pillars, aber die Dinge waren drei. Da drei angezeigt. Ja, laufen wir los? So, Moment. Ach nee, hier muss man sich ja einen Bogen bauen. Ohne Stöcker. Nee, doch, Holz kann man Stöcke machen. Warum muss man sich einen Bogen bauen? Damit man schneller läuft. Einfach gesteinigt, hast du nicht. Ich hab ja nicht gehört, wer muss gesteinigt werden. So, und 4, 2, 1, passt. Ja, let's go! Gut. Ja, ich bin gleich mal anfangen. 500 Fasern, das reicht. Magst du mir entweder Holz geben oder kurz Sticks herstellen? Wobei, ich habe schon Sticks, ich brauche nur noch eine. Da ist eine. Ich habe einen Bogen. Hier. Jawohl. Hast du 100 Stöcke. Danke. Dürüt. So. Auch ein paar Pfeile. Du hast schon so viele Fasern, wo bist denn du? Und auch Fasern. Ich hab 600 Fasern. Leist mir welche, oder was? Also. Klar. Wo bist du denn? Das ist Zero, den finde ich immer. Wo ist denn hier? Wir müssen doch alle zusammen sein hier. Ein paar Meter bin ich. Ich bin zwischen allen Kapseln. In der Mitte. Neben der Kiste hier. Ja, dann komm doch hier und komm her. Yippie! Hier kriegst du Farbe und 200 Stück. Weil ich kann noch keine sicher bauen. Wegen Knochen und Leder habe ich nicht. So, wo müssen wir hin? Erzähl doch. Ach da. Ja, schau auf der Map.
Alles klar, ich hab ein Ziel. Moment, jetzt. Also. Alles klar, was ich mir vorstelle. Ganz zurück, ganz zurück. Ja, wollen wir noch losgehen? Oder wollt ihr noch was machen? Ich stelle mir noch kurz Pfeile her. Geht's los. So. Ach, die sind jetzt ziemlich nah beieinander, aber da müsste bestimmt über Berge gehen. Na? So, okay. Boah, mal schauen. So, komm mal. Lol, gar keinen Schaden noch von dem. Ja, zum Glück. Mein Tier tötet mich auf dem Weg. Ich hoffe, dass ihr das noch ein bisschen ändert mit dem Spawn. Dass ihr das entspannter machen könnt mit dem Server. Dass das, der Server das mit dem Spawn erledigt, okay. Ja. Das hat irgendwie noch funktioniert. Ja gut, warum dann... Wobei das halt nicht geplant ist, dass einer einfach rumliegen bleibt. Oder dass die Performance einfach gut ist, wenn du hostest. Kann ja gar nicht. Also so wirklich, mit dem, was das da Host machen muss. Ja, ich denke schon, dass das machbar wäre. Reicht ja, wenn du flüssig spielen kannst, muss ja jetzt nicht irgendwie ständig volle 60. Was machen wir heute? Es gab schon wieder eine Voicemail. Kommt wieder ein Smiley, wäre ja doof, oder? Zwinker Smiley. Okay, jetzt in 5 Sekunden können wir kurz anhören. Das ist too much. Da würde ich sofort hier löschen. Moin, wie geht's dir? Ja, nach der gestrigen Mail, ne? Ja, passt doch. Bei 5 Sekunden bin ich tolerant, das höre ich mir nur an. Auch im Geschäft, an der Kasse. Kokos hat er geklaut hier. Warte, bis der Affenmande kommt. Dann prügelt ihr nicht. Ich finde auch den. Das Abbauen irgendwie befriedigend. Die Geräusche sind geil. Ding, 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 ding. Jock. Oh, das generell, war's. Das ganze Sound vom Design vom Game finde ich ziemlich geil. Ja, sehr gut. Wie das knistert und knattert im Haus. Wie der Wind so weht. Die Stürme sind. Es ist alles sehr, sehr, sehr gut gemacht hier. Ambition, also Ambiente, super. Mhm. Seid ja immer noch hinter mir. Ich dachte, weil ich jetzt gerade geschrieben habe und so. Ich bin letzter hier im. Nee. Ich töte halt Tiere auf dem Weg. Ich wollte auch Tiere töten. Das Problem ist, die laufen alle in die andere Richtung und sterben nicht wanted. So, wir sind mal ausgenommen hier.
cool. Oh, okay, doch berührt. So, was haben wir denn da Schönes? Können wir irgendwas herstellen hier noch? Zutuft. Sehr schön hier, sehr schön. Schön, schöner Planet. Wie sah denn der Planet vor dem Terraforming aus? Ha, gibt's, Frage, weiß ich nicht. Gibt's da Bilder? Aber das Exotic war auf dem Planeten schon. Da haben wir ja nichts damit zu tun. Das war auf dem Planeten. Okay. Das ist ja schuld daran, dass das Terraforming schiefgelaufen ist. Weil es einfach zu stark ist. Das wurde dann nicht geformt, die Stelle. Nee, ja, weil es mit irgendwie mit dem Sachen, die halt zum Terraformen genutzt wurden, reagiert hat und dadurch ja die Welt so toxic geworden ist. Weswegen wir ja nicht atmen können. Und die Tiere haben wir auch abgesetzt, oder was? Tiere wurden auch quasi, ne, nicht abgesetzt, sondern quasi, ja, ich weiß gar nicht, wie wurde gar nicht genau erklärt, aber im Endeffekt wurden irgendwelche Tiere abgesetzt und irgendwas hat sich davon evolutionstechnisch durchgesetzt und während des Terraformings sich an die Exotic Toxic World angepasst. Was für ein Zeitrahmen? Weiß man das? Keine Ahnung. 5 Minuten. 5 Minuten! Ja, kann ja sein, wer weiß. Ich meine. Kennst du nicht? Das Terraforming made by Thanos. Von der Thanos von Dr. Who oder was? Oder? Der made by Thanos. Ach, nee. Mit einem Handschuh schnippst und dann. Ich kenne die Thanos. Mahlzeit an der Stelle. Mhm. Ich tu mich vor der War-Mission stärken. Boah, in die Fresse, ey. Geil, mal so befriedigend solche Schüsse. Noch mit den normalen Steinfallen, einfach rein da. Ich muss dir jetzt mal kurz ein Salami-Schnittchen essen. Salami, what? Geil, man. Geil, man. Irgendwie finde ich aber hier in der Wüste sind deutlich weniger Tiere, das finde ich ein bisschen schade. Wie? Hä? Das ist immer, wenn du das sagst, komme ich dir nochmal hinterher hier. Doch nicht einfach alle schon getötet. Ja, aber hier laufen noch keine. Ach so, nee, ganz, ganz viele Büffel oder was ist das nicht? Ist das hier? Zebras Gnus. Und. Sind das Gnus oder was sind das für Viecher? Ich weiß, ich muss da mal schauen, irgendwas steht da. Hab nie gelesen. Halt die. Einböcke. Panther oder Pumas oder was es da sind und die Hyänen beziehungsweise die was Wildhunde? Was die sind halt in der anderen Wüste, weißt du? So wie die Polarbären halt und so. Hätte ja sein können, dass hier noch irgendein anderes auch aggressives Tier ist. Wo ist denn der Käse hier? Stimmt. Ich will das Teil hier aufstellen. Das eigentliche Problem ist, hier ist null Wasser. Warte, bis ihr aufstellt. Ich will auch, da kommt meistens ein Wolf. Ich kann es ja nicht aufstellen, weil das hat ja sehr hoch. Hast zum Glück, dann warte. Ach, das hier unten. Passiert nichts, keine Sorge, ich bin nur angekommen. Naja, ich sehe es. You know what to do. Ich habe einen Windhund gehört. Oder was? Nee, nicht Windhund. Wie heißen die Viecher? Hyäne. Nee, das sind keine Hyänen. Da steht zwar Hyäne dran, ist aber keine Hyäne. Das sind irgendwelche, irgendwas anderes Hundeviecher. Aha. Wuff. Alles gut. Guck gleich nach, wie die Viecher heißen. Was sind das denn für Bäume? Die sehen interessant aus. Palme nennt man das. Ja, das sind aber andere Palmen. Broken Palmen. Verwelkte Palmen oder irgendwie sowas. Ja, dann ist das eine andere Palme, wenn sie verwelkt ist. Ja. Genau. Die hat auch. Die hat aber auch einen anderen Stamm. Ein Stammhalter. Mhm. Wer ist die Viecher?
Die nächste. Geil, Mann, das ist richtig gigantisch hier. Ich muss sagen, mir gefällt es mit den Missionen schon ganz gut. Machen wir da unten? Wo müssen wir hin? Hier oben hin. Da oben oder was? Ja, hallo, ja. Ja, wir müssen erst mal im Kreis, weil wir können nicht nur so innen blinken. Ha! Mensch, Mensch, Mensch. Verrückt, verrückter, verrückter, sag ich dir. Ah, da ist der Scan-Ding. Und dann euer Fleisch reintun. Ja, Fleisch endlich mal geilen Buff hier. Einfach mal draus essen. Ja, aber das ist mein Fleisch. Hallo, hallo. So. Und geklaut. Wer war's? Ist da noch eins? Ich hab gar gegessen, ich habe aber noch reingetan. Ein paar. Das ist gut. So, sollen wir aktivieren oder was, sagst du? Let's go! Wasser hat so nicht nichts gefunden, aber egal. Okay. Wasser ist direkt da unten, da ist ein See. Achso, ja, ich weiß es nicht. So, bevor wir da wieder loslaufen. Ich fand das eine Rad, den Einradescan gut, da wo ganz viele Wölfe gekommen sind. Gab's auch mal so ein Event. Also nicht nur so stupide, sondern wo wir es zusammengebaut haben. Ich höre. Tiere. Irgendwas ist nicht friendly. Sagt er gleich hier. Ain't friendly. Hat looks like the ain't friendly. Da kommt was. Da. Aber unten Geparden, zwei Stück. Aber wie. Aber ja, die kommen eh nicht bisher. Looks like the unit stopped. Das sind Pumas. Good. We're reading the station. Das Flugscheißer mag keiner, aber das sind Pumas. Aber wie. Aber wie. Ja, genau, Puma. Ich sag Gepard immer. Aber wie schlecht die sind für die Mission gar nicht jetzt hier, ne? Also. Kommen die hier hoch? Okay, time to move out. There's another zone marked on your map. Lass mich das mal nehmen hier, weil ich bin immer der Letzte. Kannst du nicht anfangen. Moin, Sani, was läuft? Wie geht's dir? Geht's dir besser? Nur ein Fleisch fertig? Ja, könnt ihr behalten, den Rest. Gönn ich euch. Hey Kate, guten Morgen, wie geht's, wie steht's? So gut geschlafen hier. Wir haben geile Kämpfe mit Würmern gehabt, mit Riesenwurm hier. Wie ich damals gesagt habe, vor zwei Wochen, ich hätte gern so einen Kampf mit so einem Riesenwurm wie bei Tremors, dem Film oder Die und der Wüstenplanet. Ultra, haben wir gehabt. Du hast den Scanner mitgenommen? Jawohl. Da ich eben mal der Letzte bin. So blau, oder? Ja. Bist schon am Level? Oh, bist ja schon länger wach. Ich wollte dich fragen, hast du was von Yaro gehört die Tage? Ich hab den gar nicht mehr gesehen oder gelesen. Ist der irgendwo am Start? Der war doch immer ultra aktiv hier. Aber er ist dann despawned. Ui. Ich habe ja keine Handynummer und sowas. Ich habe halt im Chat und fertig. Okay. Guten Morgen, Wischmob. Ey, alles bauen sich schon auf. Freut mich. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt schön geschlafen. Jetzt genießt den schönen Stream mit in einer schönen Zeit hier am Samstag irgendwann. 18.12. hier. Mhm. Mit, was haben wir denn am Start hier? Zerotas, Fuffi, Sufi und GAX. Zu dem Discord so. Das ist einfach der aus der Station, der Bogen hier. Ist das ein Kompositbau? Okay. Ein scheiß Traum gehabt hier. Ey, Krampf zu bekommen beim Schlafen? Nicht geil. Wir haben vorhin gegen einen Wurm gekämpft, das war so geil. Mach ich jeden Tag. Mach das und sag ihm schöne Grüße von mir. Ich mag seine PPGs und seine Kommentare im Chat.
Manchmal. Ich finde es ja doch geil, dieses, apropos Soundkulisse, wenn wir hier spazieren gehen im Sand, hört man auch, dass wir Rüstung wir anhaben. Ich habe den Shen Gong, also Bogen Shen Gong Zhang Hu. Naja, kenne ich hier, Sunny. Man wacht instant auf, wenn man von einem Kampf befallen ist, wenn man schläft. Jetzt, hey, jetzt müsste am Schluss bei der Mission der Wurm wieder kommen, um uns zu teasern, oder? Weil beim dritten Scam ist schon kurz der Wurm, spuckt uns an und geht wieder. So. Ja, komm, hier bin ich. Ich bin noch da, ihr habt nicht gewonnen. Ich bin noch da. Best. So, können wir? Genau, same. Deswegen sage ich ganz oft hier, dass mir die Tränen kommen und ich nicht mehr so sehen kann. Ja, das kenne ich. Genau das, was du schreibst, kenne ich halt. Habe ich auch immer jeden Tag beim Streamen, beim Schlafen. Ja. Schmerzen, Krämpfe voller Tränen. Ich habe eine graue Armor. Du hast eine blaue. Und er hat eine gelbe. Stay sharp. Ist das nicht so, wie unsere Marks halt sind? Oh, Elefanten! Ja, lol, wie geil. Ja, Stunt. Ach, kommt doch auf mit dem Ding. Ihr cheatet doch mit dem Ding hier. Something happened. You're gonna need to reactivate that thing. Okay. Jetzt kommen bitte nochmal 10 Elefanten, please. Die Stunt mal wieder weg. Ja, echt, der arme Elefant, der hat einen draufgeschossen. Ich wollte auch mal einen Schuss machen, aber mein Bogen hat geklemmt. Ich habe erstmal die Dinge gewechselt. Ich habe die Pfeile gewechselt, dann war er schon tot. Ein Stück Fleisch ist noch da. Oder auch. Na gut, dann warte ich noch. Ein paar Sekunden. Ja, nimm meine mit. Oh, Fleisch habe ich noch genug. Blau. Schauen wir, ob man hier oben durchkommt. Same. Geil, Mann. Jetzt scannen wir wieder alles. Und wir suchen einen Wurm. Mach das. Versuch ihn mal anzurufen. Schnell. Oder auspennen lassen vielleicht? Auspennen? Alexa, wie spät ist es? 10:23 Uhr. Feierabend. Ganz entspannt. Vermisse meine Bären wegen Stamina. Also das sieht nicht sehr. Ich wollte eigentlich den anderen Weg nehmen. Nicht oben lang, rechts lang? Du hast doch als erster gesagt, wir probieren hier rum. Mailbox direkt? Ja, ist doch okay. Hey, vielleicht braucht er ein paar Tage. Ich brauche ein paar Tage. Wobei das da hinten rumgeht, oder? Bestimmt. Hey du, wenn man so für eine Woche verschwinden und ein bisschen Zeit für sich brauchen, ist doch kein Problem. Also, das ist ja alles halb, ist ja ganz entspannt. Oh nee, das geht ja die Puppe. Weißt du nicht, wie dick ihr seid? Ja, aber das braucht manchmal die Leute. Ich hänge seit 1995 im Internet ab. Ich hab schon alles kommen und gehen sehen. Ich glaube schon, 95, ja. Ja, doch. Noch mit ISDN. Na, ISDN, das ist...
Irgend so Modem. Ja, das meldet sich. Und wenn unten das Telefon geklingelt hat, hast du schon einen Wutanfall gekriegt. Ja. Aber ja. Du hattest dann ja eine zweite Nummer irgendwann. Extra leg, für Internet. Leg mal, hier. Hör auf, im Internet zu sein. Wir erwarten einen Anruf. Oder. Jetzt nicht ins Internet, weil wir wollen telefonieren und so einen Scheiß. Ja. Bei mir war das Problem, dass immer, wenn mich jemand angerufen hat, immer das Internet weg war. Zack, weg. Ja, je nach Schaltding, was du da hattest. Allgemein war das eine geile Zeit. Auch wenn ich überlege mit dem Handy. Danke, aus Versehen im Browser geöffnet auf dem Handy. Oh mein Gott, oh Gott, mein Gott, oh mein Gott. 400 Euro Rechnung. 400 Euro Rechnung. Das Feuer geschmissen. Das Ding wählt an und du hast alle Tasten gehämmert auf deinem uralten ja. Nokia, damit die Scheiße mit da ausgeht. Einfach auf den Boden schlagen, auf die Fliesen. Ja, weil ein Byte hat 400 Euro gekostet. Mark. Ja, das haben sie aber bestimmt extra so gemacht, oder? Das so platziert. Weil so ne, es gab immer so eine scheiß Internet-Taste, wo der Browser drauf war. Ja, muss ja schnell zugänglich sein. Ja, genau, die 100 Euro pro Sekunde. Ach, ich weiß doch, oder wo ein Kumpel dann mal eine MMS verschickt hat. Oh Gott. 7,50 €. Du musst doch als Empfänger doch auch irgendwas abrufen oder auf der Homepage. Du konntest MMS nicht direkt gehen. MMS konntest du nur mit Internet verbinden. Hier sind 75.000. Genau, muss erst auf die Page gehen. Ja. Jetzt habe ich Holz. 200 Stück habe ich. Ja. Hast du jetzt aber auch, oder? Gleich schlägst einmal. Du hast auch Holz, okay. Ja, stimmt. Du hast einen Link bekommen, du musstest du abrufen. Genau. Am besten den Link abrufen mit dem Handy. Wir müssen uns da hocharbeiten, oder what? Hm. Ah ja. Ich habe hier zwei Bauprofis. Wo hoch müssen wir denn? Da ist so ein Pillar in der Mitte, wo wir rauf müssen. Einfach der Profi. Scheiße. Ich wollte es dann auch mal probieren. Ich bin nicht so geübt in sowas. Du meinst Helmi, nicht Helmi, oder was? Ja, Internet, also Ding kam sehr, sehr spät hier. Wie heißt es? Achso, ja gut, das ist wenn ich mich hier hochkomme, dann bist du auch hier hoch. Oh. Wo ist denn derjenige mit dem Radar? Ex, dein Typ wird verlangt. Ich hab schon hochgebaut hier, bin noch da. Aber das ist hier nicht. Nein, komm mal hier. Ach, auf der anderen Seite. Ich seh's, ja. Ah, okay, ich hab hier gebaut, wo du abgebaut hast. Alles gut. Ach, der Pager. Ach so. Das ist nur, das hast du nur gehabt, wenn du Arzt bist. Wo geht's hier hoch? Ich hab schon mal geübt hier. So, wo ist unser Freund hier? Auf der anderen Seite. Ach, Text to Speech. Wild. Hups mich doch mal runter. Wie geil. Kann jetzt was? Ist das tief? Kann man springen? Die Rampe ist unnötig. Cool, Mann. Was soll denn jetzt hier hochkommen? Ja? Also, wenn wir schon in dieser Zeit uns befinden, ich sag nur, Tamagotchi war auch wild. Ja, auf jeden. Nie gehabt sowas. Meinst du, hat mir der Lehrer weggenommen in der Schule? Nie gehabt sowas. Nie mitgegangen mit dem Trend, war mir egal. Nee, das habe ich auch nicht. Hab ich geskippt? Doch, ich hab damals ins Geschenk gekriegt von meiner Oma. Ein echtes von Bandai. Ui. War ich schon King.
Ja, aber gut, ich war auch wegen Handys in der Schule da King. Weil mein Bruder damals im Management. Komm, der Wurm. Bitte ein Teaser vom Wurm, Entschuldigung. Ja, was ist immer der King hier? Oder Debitel. Ich hatte halt ständig die neuesten Handys. Ich hatte das erste Nokia Pager Handy, was du so aufklappen konnte. Schamal, was ist das eigentlich? Was ist das? Keine Ahnung. Es kommt ein Schamal und das ist knallrot. Ja, ja, ich sehe es. Und dir die Mütze weg. Komm schon, der Wurm, bitte ein Zeichen. Irgendwo bebt die Erde. Komm kurz hoch und komm wieder runter. Fertig. Scans all done, friend. Boah, ist komplett rot. Wir müssen es schon irgendwo einbauen, oder? Das überleben wir nicht. Wir müssen uns gegenessen oder so. Yay! Geronimo! Ja, ist schon cool, Sunny. Kann man schon spielen. Heute hatten wir coole Erlebnisse. Wirklich geile Erlebnisse hier. Warte mal, war ich hier nicht gerade sheltert? Vielleicht hätten wir die Rampen mitnehmen sollen. Mach mit hier. Also, es sind auch doofe Missionen, aber es ist nicht schlimm. Es kommen auch gute immer wieder. Oh, 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 oh. Ja, unter Wasser geht's eigentlich, ne? Geht auch außerhalb von Wasser. Ist ja noch nicht der schlimme Sturm. Jetzt wird's langsam dicker. Ayo. Ayo. Wieso wirkt der Bot nicht? Muss ich jetzt selber machen oder was? Den Scheiß? Was mit dem Witzebot los? Zu viel gebannt oder was? Steh nicht. Scheiße, ich habe nicht genug Dinger hier. Sachen hier gebaut. Das Ding wird voll kaputt gehen, oder? Mal testen, wie das ist. Bevor ich es aufgebaut habe, ist es schon kaputt. Oh, das Geräusch auch. Ihr rettet mich doch da ein bisschen. Was war? Scheiße, ich hab keine 6 Steine zum Gegenreparieren. Verdammt. Doch, ah, hier ist ein Stein in der Bude. LOL. Ich hab 6 Steine. Ne, ich hab 5 Steine. Ja, also ich muss hier nichts gegenreparieren. Ja, ich eigentlich auch nicht, aber ich schau halt. 880 von 1000. Ich guck halt mal. Ist aber noch länger, der Sturm. Uiui, wie geil. Ich hab nur kein Lagerfeuer. Ich hab sogar, stimmt, gute Idee. Magst du rüberkommen? Willkommen, sind Sie zu mir? Ich muss da aber eine Wand einreißen. Naja. Moin. Wir haben ja, falls was kaputt geht, bei mir dein Ding noch. Ja. Oh. Alter, hier oben ist so eine wichtige Turmbubble. Ich komme hier aus dem Leben. Ich geh wieder rüber, das ist mir zu groß da drüben. Ey, mach aber die Wand wieder hin. So ist doch entspannt hier. Wieso? Rüber? Ich hab ein Fenster reingebaut. Hallo. Danke. Moment, warte. Siehst du das? Mal schauen, was Fufi da macht hier. Du bist da, ja, ist vielleicht der. Nicht. Nicht winken. Numpad Plus. Juhu! Jetzt, ja.
Jetzt hast du gewonnen, ja. Aber so dunkel bei ihnen, ey. Krasse Scheiße. Siehst du mich auch im Hocken winken? Ein bisschen. First Person, ja. Ja, seh dich. 760. Guck mal. Achso, das ging. Stimmt. Wie habe ich denn das HUD ausgeschaltet? Fuck, wie kann ich das HUD wieder einschalten? Achso, ja, Numpad 9 oder so. Ja, yes. Geil, wenn es gleich einbricht hier. Aber geht nicht kaputt, passt. Ich habe auch nicht gestützt. Gar nichts. Ganz normal. Oh, das macht los. Was machst du eigentlich? Hast du da auch was gemacht? Jeder hat sich ein eigenes Haus gebaut. Passt doch. So, gehen wir es nicht auf den Sack. Ich habe es jetzt noch nicht gegen repariert. Einmal nur kurz für eine Wand. Nicht stabil. Ich bräuchte ein Seil, weil dann könnte ich jetzt nicht auf ins Fleisch da drüber schießen. Geil, aber diese Atmosphäre. Meinst du, das ist gescriptet? Oder ist es die Uhrzeit? Ach so. So ein bisschen was auf Feuerfeld, total geil. Ich glaube, das ist eher die Uhrzeit. Ich glaube nicht, dass es gescriptet ist, dass wenn man da durch ist, das ist gut. Ich dachte jetzt ein cooles Mission zu sein hier. Und ich bin weg. Tschüss. Hey! Wart heute. Da ist das brutal schlägt das kaputte Ding. Aber weil es kaputt ist, ich hab nichts zum Verstehen. Ach, du darfst kein Y machen, oder was jetzt kaputt ist? Richtig. Das war, es war in den ersten 2 Tagen nicht so, wurde erst dazu gepatcht. Ich werde das aber Instant Gaming, also weniger als bei Steam. Kannst du machen, natürlich. Kannst du machen. Ich hab's bei Stern einmal geholt. Stern. So, na dann. Ist aber schon toll, das Spiel. Wir haben schon viele tolle Stunden. Ja, dann reparier es vorher, du bist Fenster weg. Zack, jetzt easy. Jetzt wird's kalt. Hätten noch schlafen können, oder? Jetzt in der Nacht hier. Mensch. Schlafen. Hast du Betten mit? Kann ich mal, ich brauche nur Faser. Aber egal, das ist wurscht. Nee, ich will nicht schlafen. Schlafen ist für Anfänger. Das ist so bei dir gehen, ja. Später. Auch da muss man schlafen, um zu Kräften zu kommen. Du willst nur wieder die Kategorie wechseln, ja. In einem Unisleeping. Nun klar. Ich passe die Kategorie nach dem Spiel an. So muss das sein. Die Temperatur fällt gerade krass. Wir machen Traveling. Machen wir mal wechseln. Ja, das wären doch hier minus 10 Grad. Dabei sagt die Sonne, dabei sagt das Wetter eigentlich jetzt so Sonne scheinen. Ja, Sonne. Kommt jetzt, denke ich. Mhm. Ja, ja, Sonne nachts heißt aber nicht, dass es. Ne? Dann soll halt so ein scheiß Mond, soll so ein scheiß Mond sein. Bei klarem Himmel in der Wüste ist es am kältesten. Ja, aber Sonne steht da. Da steht Sonne. Ja. Und hier ist keine Sonne. Sonne steht nicht immer für Wärme. Ist ja egal, aber es ist auch für nicht Licht. Da. Für Licht. Soll ein scheiß Mond hin. Ja, ich meine, in gewisser Weise haben wir da oben einen dicken, fetten Mond. Und sogar 3 Stück. Die Hose runterziehen, dann kann man Mond sehen. Ich bräuchte nur ein bisschen Oxy, ich habe kein Oxy mehr. Das Problem habe ich auch gleich. Aber... Ich bin hier gerade mitten im Nirgendwo, was nicht so geil ist. Einfach alles dunkel, ey. An der Seite blökt mich irgendein Tier. Oh, ich hab schon Nebenwirkungen. Könnte sein, dass ich sterbe. Ja, wer vorläuft, der ist selber schuld. Wir treffen uns bei Rot. Kann ich dich retten? Hat sich geregelt, mein Problem. Einfach zuzeln.
tut auch nicht mehr. Aber schön, dass wir uns alle eingebaut haben. Bei mir war es echt übel knapp. 87 Frames hier in der Nacht, 75, 66, 70, okay. Gex spielt nur noch nachts in der Wüste. 6 nachts, sehr geil. Nur noch nackt in der Wüste, ja. Minus 0,65. Ja, sag ich doch nackt, nachts in der Wüste. Passt doch, alles klar. Mhm.